So, einen schönen guten Nachmittag zusammen. Wir freuen uns sehr, dass Sie zum ersten Webcast zu unseren Corona- und Baudaten in diesem Jahr wieder mit dabei sind. Der Raum füllt Ja, sich das gerade freut noch. sehr. Sorry, Alex. Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, ich freue mich auch sehr, ja, heute wieder hier zu sein und ja, scheint nochmal mehr Leute begrüßen zu dürfen. Genau, also den letzten Termin hatten wir ja am 23. Dezember. Dafür war das schon beachtlich, wie viele wir da hatten. Aber ich glaube, heute erwarten wir nochmal deutlich mehr. Deswegen, während wir noch den Raum für ein paar mehr Teilnehmer offen lassen, die vielleicht eine Sekunde später mit hinzukommen, die generelle Ansage, dass das Format natürlich vor allem auch von ihrer Mitarbeit natürlich in gewisser Weise lebt. Das heißt, wenn es Themen gibt, die Sie gerne beantwortet und behandelt hätten, dann schreiben Sie uns das gerne. Entweder direkt, die meisten von Ihnen, glaube ich, haben meine E-Mail-Adresse sowieso. Ansonsten kriegen Sie im Nachhinein auch nochmal eine E-Mail mit sowohl der Aufzeichnung als auch einem kurzen Fragebogen. Da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn Sie sich dafür die 2, 3 Minuten, die das dauert, Zeit nehmen, um eben auch so ein bisschen uns zu helfen, wie wir dieses Meeting mit weiteren Inhalten füllen können. Genau, dann Raum fühlt sich immer noch großartig. Würde ich aber so weit schon mal mit einer ganz kurzen Einführung anfangen, wie wir überhaupt zu diesen Daten kommen, woraus dieses ganze Thema entstanden ist. Und Alex, dann direkt an dich übergeben, damit du uns hier weiterführen kannst. Sehr cool. Also, das Ganze basiert natürlich auf den Daten der Firma Building Radar, für die ich eben auch hier mit zuständig bin. Und kommt im Endeffekt daher, dass wir über unsere KI Baudaten erheben. Also wir finden heraus, ganz einfach gesprochen, wer wo wann was baut. Und unser großes oder unser der Hauptkern unseres Geschäftsmodells beruht eben darauf, dass wir mit unseren Kunden zusammen diese Informationen nicht nur zielgerecht finden, sondern dann eben auch zu Verkaufschancen hin entwickeln. Das führt aber dann eben auch im zweiten Schritt dazu, dass daraus eine Menge Metadaten entstehen. Also eben, wie viele Bauprojekte haben wir in bestimmten Regionen, wie entwickelt sich der Markt etc. Und dafür eben den Alex Geibig mit an Bord geholt haben, Datenzauberer seines Zeichens und Ökonom, der eben daraus deutlich coolere Systeme und Ableitungen noch ziehen kann, als wir das hausintern machen könnten. Deswegen, Alex führt uns heute eh auch durch die Daten zur Nachhaltigkeit und den Entwicklungen, die wir da in der Bauindustrie über die letzten 2,5, 3 Jahre gesehen haben. Super. Ja, genau. Wir hatten ja vor Weihnachten, wie du schon gesagt hast, hatten wir schon mal einen Webcast, wo wir so ein bisschen das Big Picture betrachtet haben, auch so die Einflussfaktoren auf die Baubranche. Ein paar dieser Sachen, die wir damals angesprochen haben, ja, sind ja auch jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten, haben sich tatsächlich auch so ein bisschen schon in diese Richtung entwickelt, ist auf jeden Fall spannend. Heute, ja, wollen wir auch starten mit einem kurzen Überblick wieder, wie entwickeln sich die drei Länder, Deutschland, Österreich, Schweiz, und auch einen kurzen Blick auf ausgewählte Branchen in diesen drei Ländern. Und dann wollen wir uns aber auch ja, eben schwerpunktmäßig dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Und da vielleicht gleich vorab. Natürlich ist immer die Frage, was ist wirklich nachhaltig? Und diese Frage wollen wir auch gar nicht beantworten heute. Da kann man sicherlich ganz eigene Veranstaltungen in vielfacher Weise machen. Wir wollen hier wirklich einen objektiven Blick werfen darauf, wie bestimmte Themen ja auch sich tatsächlich nicht nur jetzt in der öffentlichen, ich sag mal, Debatte zeigen, sondern sich eben auch ganz konkret in den Projekten zeigen und vielleicht ob bei dem einen oder anderen Thema auch wirklich ein Trend in den Projekten zu sehen ist. Sehr cool. Wir haben im Vorfeld schon auf LinkedIn dazu einige Kommentare bekommen. Diesen Kanal halten wir Ihnen natürlich auch immer offen. Wenn es natürlich aber auch hier Fragen gibt, die Sie live an uns stellen möchten, machen Sie das gerne über die Chat-Funktion oder heben Sie Ihre Hand, dann sehen wir das. Dann können wir Ihnen auch, wenn Sie möchten, das Mikrofon freischalten und freuen uns dann entsprechend mit Ihnen in Austausch zu treten. Genau, vom allgemeinen Prozedere her,
Der Alexander Geibig führt uns jetzt gleich erstmal durch die ganzen Folien durch, die wir speziell für das Thema Nachhaltigkeit eben vorbereitet haben. Und im Nachgang haben wir dann, je nachdem wie zügig wir sind, 5 bis 10 Minuten frei, um uns genau diesen Fragen eben zu widmen. Alex, du hast das Wort. So, super, vielen Dank. Jetzt schaue ich mal. So, sieht man jetzt schon meinen Screen? Ist Jawohl. das auch der richtige? Ist er. Perfekt, super. gut, dann steigen wir doch gleich mal ein, würde ich sagen. Wir haben jetzt schon einige Teilnehmer und beginnen mit dem allgemeinen Überblick über die Dachregion. Und das hatten wir letztes Mal schon, ja, eingehend behandelt, das Thema, die allgemeine Lage. Hier nochmal einen kleinen Blick, weil jetzt ist das Jahr ja auch abgeschlossen. Und was ja wirklich ganz interessant ist, was festzustellen ist, nach dem, ich sag mal, dem Einbruch, auch durch Corona, gerade in Österreich und Deutschland, haben wir diese ja dann doch sehr starke Erholung, gerade auch in den Projektzahlen gesehen. Aber dann, wie sich es auch letztes Jahr schon angedeutet hat, eben auch diesen ja doch recht starken Rückgang. Also man sieht ja sonst auch so einen Rückgang so zum Jahreswechsel hin. Aber der war schon natürlich vom relativ hohen Niveau, aber dann doch schon auch länger und tiefer. Das könnten wir wahrscheinlich ja auch in Anlehnung an den letzten Webcast wirklich so ein bisschen an Materialmängel, gestiegenen Kosten und dergleichen festmachen. Aber wie gesagt, ich glaube, der saisonale Impact ist hier auch nicht zu vernachlässigen. Ist tatsächlich aber eben auffällig, wie sehr das da abgestürzt ist. Definitiv. Also ist auf jeden Fall ja spannend. Ich glaube, der alte Webcast ist auch noch, der vom letzten Mal ist auch noch auf YouTube. Also wer sich da nochmal das anhören möchte, werden das Thema auf jeden Fall auch im Auge behalten und auch ja gegebenenfalls nochmal drauf zurückkommen in zukünftigen Webcasts, sofern das Thema Sie interessiert. Deswegen vielleicht gleich in die Kategorien. Hier sehen wir auch erstmal Deutschland, ganz stark, ich sag mal, profitiert von diesem allgemeinen Anstieg, hat der Industriesektor in den Bauprojekten, aber auch Infrastruktur und eigentlich alle Sektoren sind gestiegen, auch zum Beispiel Hospitality, Hotellerie hat auch deutlich zugenommen. Dass jetzt, glaube ich, Hotellerie und Büro so stark wieder dann auch abnehmen, ist vielleicht weniger verwunderlich als der große Sprung da vor allem der Industrie. Das ist ja wirklich cool. Man muss dazu wissen, hinter Industrie versteckt sich neben eben der ganzen Produktion, die jetzt auch wieder vermehrt ihre ganzen Mitarbeiter am Fließband zurück willkommen heißen darf, vor allem auch das ganze Logistikthema, ne? Also ich glaube, wir haben das alle mitbekommen über die Corona-Zeit, was da für ein ja quasi Online-Versandwahn ausgebrochen ist. Deswegen wir auch im Moment ganz stark bei uns in den einzelnen Projektdaten sehen, was der Logistikbereich da an wirklich Riesenprojekten ausmacht. Das ist ganz beeindruckend hier zu sehen. Deswegen, ich glaube, das ist wahrscheinlich der Großteil dessen, warum diese Industriekurve so weit nach oben gesprungen ist, auch wenn sie jetzt dann Richtung Jahresende wieder so ein bisschen den kleinen Knick nach unten zeigt. Ja, genau. Und da, wie man sieht, das ist ja auch so dieser allgemeine Trend. Das ist auch ja wirklich ganz interessant, dass es wirklich, ich sag mal, durch die Bank da wieder abfällt. Und wir können ja auch gleich mal Österreich anschauen. Und da auch sehr interessant, eigentlich ein sehr, ich sag mal, sehr ähnlicher Verlauf auch wie Deutschland. Also sehr stark korreliert eigentlich in allen Branchen, in Österreich auch nochmal eine stärkere Steigerung, insbesondere im industriellen Bereich, aber eben auch, ja, auch die anderen Bereiche, wie beispielsweise die Hotellerie. Und was dann auch durchaus interessant ist, ist, dass die Schweiz eigentlich da etwas, ich sag mal, abgekoppelt ist, deutlich weniger korreliert ist zu Deutschland und Österreich,
Man sieht hier zwar auch so eine Erholung, aber allgemein alles doch auf einem, ich sag mal, konstanteren Niveau, und ohne, dass es da jetzt wirklich diese, ich sag mal, extreme Erholung oder diesen extremen Anstieg nach dem, ja, Corona-Einbruch gab. Was auffällt in der Schweiz, wenn wir uns das angucken, wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz darüber gesprochen, ist der Wohnungsbau, ne? Der scheint sogar einen leichten Abwärtstrend insgesamt seit eigentlich Anfang 2019 dahin zu legen, ne? Ist Ja, das nur genau. etwas, was wir irgendwie in den Buildingradar-Daten haben, oder hast du da weiterführende Informationen zu? Ist das was, was sich tatsächlich so auch beobachten lässt? Ja, tatsächlich, mir ist es auch aufgefallen. Ich habe das ein bisschen nochmal recherchiert, und tatsächlich haben wir in der Schweiz eigentlich schon seit, ja, einigen Jahren durchaus einen Abwärtstrend beim Wohnungsbau. Das ist da auch in den, ich sage mal, offiziellen Daten, die natürlich viel, ja, langsamer sind, eher so auf Jahresebene sich bewegen, ist es schon seit einiger Zeit zu beobachten. Ganz interessant. Ich glaube, die Gründe klammern wir vielleicht an der Stelle mal aus, aber Ja. durchaus was, was sich vielleicht lohnt zu beobachten. Genau, vielleicht ja auch allgemein Wohnungsmarkt, vielleicht auch mal ein Thema für die Zukunft. Und genau, jetzt wollen wir, denke ich, auch gleich übergehen zum Hauptthema. Da haben wir nämlich auch einige Folien mitgebracht, eben genau der Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Und ja, da wollen wir jetzt als allererstes mal schauen, ganz, ich sag mal, aus der Vogelperspektive nachhaltig. Nachhaltige Projekte in Deutschland. Das heißt, wirklich ohne jetzt auf bestimmte Technologien zu schauen, einfach mal zu gucken, welche Projekte werden denn allgemein als nachhaltig gelabelt oder labeln sich vielleicht selber als nachhaltig. Deswegen haben wir einfach mal geschaut, okay, wie oft wird denn da Wert gelegt auf, oder wie oft wird darauf, wird es betont, nachhaltig, CO2-neutral, klimaneutral, energieeffizient. Zu den Grafiken hier, das ist immer das gleiche Schema. Sie haben die rote Linie, das sind die absoluten, ist die absolute Anzahl der Projekte. Dazu ist die Skala auf der linken Seite. Und dann haben wir aber auch noch den Anteil an der Gesamtzahl der Projekte. Die entsprechenden Werte befinden sich hier dann auf der rechten Seite. Einfach weil, wie Sie ja gesehen haben, die Gesamtzahl der Projekte schwankt ja auch. Und wir wollen natürlich, einerseits wollen wir natürlich wissen, wie entwickelt sich die absolute Zahl, aber wir wollen natürlich auch wissen, wie entwickelt sich das Ganze im Vergleich eben zur, ja, zur Gesamtzahl der Projekte, um so eben beurteilen zu können, ist das jetzt nur der große übergeordnete Trend oder ja, verändert sich auch wirklich was relativ in den Projekten. Und da haben wir hier insgesamt von 2019 bis 2021 7.615 Projekte erfasst. Das heißt natürlich nicht, dass das alle Projekte sind, die nachhaltig waren. Das sind einfach die Projekte, für die es ein Signal gab. Möglicherweise gab es da mehr Projekte, die darunter fallen würden. Möglicherweise sind auch nicht alle wirklich nachhaltig, aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Aber dadurch, dass wir eben vor allem auf die relative Veränderung schauen, sind da durchaus belastbare Erkenntnisse zu gewinnen. Und was wir hier eben sehen, ist, dass es ja insbesondere dann in 2021 doch nochmal zu einem deutlichen Anstieg gekommen ist der nachhaltigen Projekte auch absolut. Und dass sich auch der Anteil eigentlich seit 2019 konstant gesteigert hat. Genau, so dass im Endeffekt, jetzt kommen wir dann bei einer Zahl von 10% raus. Also mittlerweile ist jedes zehnte Projekt eines, wo dieses Nachhaltigkeitslabel ganz explizit drauf geheftet wird und das eben dann dementsprechend auch der neuen Bundesregierung genehm realisiert werden soll. Genau, aber da ist natürlich dann wieder die Frage, ist nachhaltig überhaupt gleich nachhaltig? Und dafür hat man dann eine Vielzahl von Zertifikaten oder von Zertifizierungen entwickelt. Und daher haben wir uns auch mal angeschaut, wie entwickelt sich denn die Zahl der zertifizierten Projekte? Und das finde ich auch ganz spannend.
da haben wir wirklich geschaut, was sind so die, also es gibt ja etablierte Zertifizierungen wie DGNB, BNB, LEED, BREEAM, die natürlich, das wurde ja auch schon im Vorfeld angemerkt, nicht garantieren, dass ein Projekt wirklich nachhaltig ist. Genauso wie ein ISO 9001-Zertifikat nicht garantieren kann, dass ein Unternehmen auch wirklich sorgfältig arbeitet. Aber es ist natürlich, sagen wir mal, ein Versuch, das Ganze zu formalisieren und objektivere Kriterien anzulegen. Hier haben wir insgesamt, und das ist definitiv anzumerken, 319 Projekte, die da, wo das eben genannt wurde, was eine relativ geringe absolute Zahl ist, weswegen auf so einem relativ geringen Niveau müssen Aussagen für die Gesamtheit natürlich immer ein bisschen vorsichtiger getroffen werden. Aber nichtsdestotrotz sieht man dann doch in 2021 einen deutlichen Peak, also so eine Spitze an Projekten. Interessanterweise dann hier auch wieder ein sehr starker Abfall, der sich also jetzt nicht nur hier im Absoluten, der große Trend fällt ja auch, sondern auch eben der Anteil, weswegen es hier jetzt wirklich auch zu früh ist zu sagen, okay, das ist jetzt ein Trend oder ist es kein Trend, da müssen wir einfach nochmal schauen. Aber eigentlich schon ganz spannend, dass gerade so 21 auch die Zertifizierungen dann doch ja, deutlich mehr an Popularität gewonnen haben. Das müssen wir wirklich mal im Auge behalten, wie sich da auch dieser Dip, dieses Abfallen in den nächsten Monaten weiterentwickelt. Also das wird, glaube ich, ganz spannend zu sehen, ob das irgendeine Anomalie ist, ob da irgendwas schiefgelaufen ist oder tatsächlich das mit einer Entwicklung da, wie eben Materialmengen und gestiegenen Preisen in Verbindung gesetzt werden kann. Ja, genau. Das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Dann, und jetzt schauen wir mal so detailliertere Themen an. Das sind sicherlich nicht alle. Das war jetzt einfach mal so eine Auswahl an Dingen, die wir ganz spannend fanden und wo sich auch gute Daten haben finden lassen. Wie gesagt, man kann bei all den Themen sicherlich streiten, wie viel trägt es jetzt bei, wie nachhaltig macht es das. Deswegen jetzt mal ganz wertfrei einfach mal verschiedene Themen betrachtet. Und eins ist eben auch die Dach- und Fassadenbegrünung. Finde ich persönlich sehr schön. Ich finde so Gebäude, in die viele Pflanzen verbaut sind, sehr, ja, finde ich spannende Konzepte. Damit bin ich anscheinend auch nicht alleine. Also man sieht hier schon, dass insgesamt 930 Projekte, also jetzt auch gar nicht so eine niedrige absolute Zahl. Und sowohl jetzt in den absoluten Zahlen als auch vom Anteil her gab es seit 2019 doch eine deutliche Steigerung. Also insgesamt schon etwa eine Verdopplung seit 2019. In der relativen, also im relativen Anteil. Das ist wirklich ganz cool. Ich war, als ich vor ein paar Jahren das erste Mal in Sydney war, in genau so einem grünen Gebäude und hatte mich da lustigerweise auch mit einem der Bewohner unterhalten, der gemeint hat, es ist eigentlich beeindruckend, wie sehr das eben auch Kühle spendet, einfach da eine begrünte Fassade zu haben. Das wird da eben auch sehr aufwendig und aufopferungsvoll gepflegt, hat aber da wohl eben in einer Region, die so extrem heiß ist wie da im Sommer, wohl extrem zur Gebäudeklimatisierung beigetragen. Ich bin mal gespannt, ob wir das auch hier in dem Ausmaß sehen werden. Der Ja. Trend scheint ja auf jeden Fall das so ein bisschen herzugeben. Ja, also Aber wie gesagt, finde ich super. auch hier müssen wir natürlich wieder so ein bisschen drauf gucken, dass das noch immer eine sehr geringe Gesamtmasse ist. Also wir sehen da Entwicklungen und Verschiebungen, aber die absolute Zahl davon wird sich noch sehr überschaubar halten. Da kann man wahrscheinlich dann die Projekte wirklich aus seiner Nachbarschaft an einer Hand abzählen. Definitiv, ja, definitiv. Genau, wir können mal zum nächsten Thema, finde ich auch. Also auch Holz mag ich eigentlich ganz gerne. Deswegen jetzt hier mal auch ein Thema Holzbauweise. Hier haben wir vorab, also es sind jetzt nicht nur reine Holzgebäude, sondern zum Beispiel auch ja, Gebäude mit einer Holzfassade. Da waren wir jetzt nicht so, ich sag mal, so selektiv, nicht so kritisch. Haben 743 Projekte gefunden. Sehen hier aber eigentlich, dass es relativ
auf einem relativ gleichen Niveau bleibt. Man könnte jetzt sagen, ja, vielleicht gibt es einen Aufwärtstrend, wenn man sich die, wenn man sich jetzt so den relativen Anteil anschaut, aber das ist wirklich ja, nicht signifikant. Deswegen auch hier vielleicht eher etwas, was man noch ein bisschen ja, beobachten muss. Hier haben wir ja auf jeden Fall auch den verifizierten Rohstoffmangel. Ob Ja. das jetzt, ob das jetzt hier mit den längerfristigen Trends zusammenhängt, ich glaube, das muss sich noch zeigen, aber zumindest hier der Knick am Ende des Jahres ist sehr, sehr leicht erklärt. Ich glaube, sehr viel klarer als in anderen Grafiken, die wir da schon gesehen haben. Ja, genau. Jetzt kommen wir zum Thema Energie, was ja sehr, ja, eigentlich noch den, de, oder de, den, den wesentlichen Aspekt ausmacht heute in den Diskussionen. Und ein Thema, das wir ja da gesehen haben, wo sich auch, ja, das sich auch erkennen ließ aus den Daten, ist das Thema Blockheizkraftwerk. Dazu haben wir 281 Projekte gefunden, also auch auf einem relativ niedrigen Niveau. Der Anteil schwankt und ist jetzt, ja, hat jetzt nicht wirklich einen klar erkennbaren Trend. Also auch jetzt so die Schwankung hier oder das, ja, es sieht vielleicht aus, als würde es ein bisschen runtergehen, aber wenn man sich die allgemeine Schwankungsbreite anschaut, dann, ja, dann ist es auch einfach gut möglich, dass das eine normale Schwankung ist. Aber wir sehen eben jetzt auch, das ist ja eben auch so die Erkenntnis. Wir werden das gleich auch noch sehen oder haben es ja auch schon bei den Zertifikaten gesehen. Auch kein Trend ist eine Erkenntnis. Ne? Also wenn es da jetzt einen deutlichen Trend gäbe, dann würden wir das, da bin ich mir schon ziemlich sicher, jetzt doch auch sehen. Das ist ja, glaube ich, auch ein ganz relevanter Punkt, den spreche ich gleich nochmal an. Blockheizkraftwerk, wenn ich das richtig erinnere, ist ja auch primär, glaube ich, Öl, Gas oder Holzpellets, worauf das läuft. Da hat ja auch wieder die neue Bundesregierung sehr scharfe Regeln aufgesetzt oder will sie aufsetzen, wie das ab 2025 auszusehen hat. Ich weiß gar nicht, was der nächste Punkt ist, ob ich das da schon ansprechen sollte oder wie erst meine Seite weitergehen. Schauen wir mal. Wir haben vielleicht erst auch noch mal ein bisschen ein traditionelleres Thema. Das Thema Fernwärme ist jetzt ja wirklich nicht neu. Hier sieht man auch schön so die schönen Berliner pinken Fernwärmerohre. Die hat sich eigentlich auch ziemlich konstant entwickelt. Hier haben wir dann doch auch eine größere Anzahl von Projekten, 1133. Ist jetzt auch Nahwärme mit drin. Das ist jetzt kein besonders großes Thema, macht auch nicht besonders viel aus. Finde ich aber auch ganz interessant. Ist jetzt, glaube ich, gerade so auch in den ländlichen Regionen ein Thema. Das schwankt auch auf einem relativ konstanten Niveau. Man könnte jetzt sagen, vielleicht ein leichter Abwärtstrend, aber auch das eigentlich, ja, würde ich jetzt definitiv mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ich sehe da was. Ich glaube, das sieht gleich bei den folgenden Punkten nochmal ein bisschen anders aus. Genau, das denke ich auch. Also, natürlich das große Thema, das schon ja eigentlich mittlerweile fast schon zu den etablierten Technologien gehört, ist natürlich Photovoltaik. Hier haben wir uns diesmal auch gar nicht die Solaranlagen, die Solarparks oder so angeschaut, sondern ganz speziell Wohngebäude, Bürogebäude, allgemein auch nicht industrielle Gebäude mit integrierten Photovoltaik. Ich sage mal ganz allgemein Elementen. Also sei es jetzt auf dem Dach oder sei es die kleine Photovoltaikanlage in der Wohnanlage. Also wirklich diese Integration. Und da haben wir doch auch eine deutliche Anzahl mit 1520 Projekten. Und sehen dann doch, auch wenn es jetzt hier vielleicht grafisch erstmal nicht so deutlich aussieht, aber doch eine deutliche Steigerung im relativen Anteil und auch in den absoluten Zahlen.
Ja, also das ist ja auch ein lockeres Wachstum da von so 50, 60% über die Zeit. Das ist schon ganz, ganz ordentlich, glaube ich, was wir da sehen. Ja, auf jeden Fall. Genau, und dann haben wir jetzt noch, und ich glaube, darauf wolltest du hinaus, richtig, das Thema Wärmepumpe. Da, genau, geht es einfach darum, in welchen Projekten wird auf Wärmepumpen gesetzt. Da haben wir jetzt 459 Projekte in den Daten gefunden. Jetzt hatten wir eigentlich eher Schwankungen, würde ich auch sagen, auf einem gleichbleibenden Niveau. Hier hatten wir einen kleinen Einbruch, vielleicht Corona, das weiß ich nicht. Aber was eigentlich ganz spannend ist, ist hier so dieser Ausbruch in 2021. Und das ist jetzt natürlich noch sehr früh, sehr noch sehr undeutlich, aber ich sag mal, gerade in dieser allgemeinen Situation, diese ganze Thematik, könnte ich mir schon vorstellen, dass sich das auch fortsetzen wird. Ja, genau. Also ich glaube, die Wärmepumpe scheint ja auch so, dass die Technologie der Wahl eben auch der neuen Bundesregierung zu sein. Wenn man sich da irgendwie anguckt, für den Wohnbau gilt das, glaube ich, nur, aber jede Heizung ab 2025, die verbaut wird, soll ja zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Also Öl- und Gasheizungen sind damit eigentlich aus dem Rennen. Dann bleibt auch gar nicht so viel an möglichen Technologien und das muss auch eine Solarkraftanlage oder eine Photovoltaikanlage erstmal leisten können. Deswegen, ich glaube, die Wärmepumpe so ein bisschen im Auge zu halten, könnte hier sehr spannend sein, wie sich das eben da durchschlägt. Da würde ich mal Ja. behaupten, dass wir spätestens ab 25 einen sehr starken Aufwärtstrend sehen. Vielleicht Ja. aber auch vorher nochmal einen Boom in Gas und Öl, wenn das vor 25 noch verbaut werden soll über die nächsten 2 Jahre, dass die nochmal ordentlich spiken und dann erst abfallen. Ja, Sollten wir wir mal werden im auf Auge jeden Fall behalten. dranbleiben. Ja. Auch, ich sag mal, verwandt. Geothermie ist ja auch schon ein Thema, das ist jetzt auch nicht neu. War ja auch ja, immer mal, oder ist ja auch immer mal ein Thema, auch sogar wenn man ja als privater Häuslebauer besteht ja durchaus die Möglichkeit, das zu nutzen. Ist aber jetzt anscheinend auch gar nicht so, oder ich sag mal, scheint jetzt auch gar nicht so sehr von von dem aktuellen Trend zu profitieren. Sind allgemein relativ wenige Projekte mit 284, daher auch hier wieder, ja, Aussagekraft begrenzt, relativ starke Schwankungen auf einem relativ gleichbleibenden Niveau, nicht wirklich ein Trend erkennbar. Aber auch hier wieder, wenn es hier zu einem deutlichen Anstieg kommen würde, oder ja, dann würden wir das wahrscheinlich auch in den Daten sehen. Also von daher. So geringfügig wie das ausfällt, auf jeden Fall. Genau. Und dann sind wir auch schon beim letzten Punkt. Finde ich persönlich auch sehr spannend. Ist ja auch, sagen wir mal, durchaus, ja, viel Diskussion um dieses Thema Wasserstoff, welches Potenzial hat es wirklich für die ganze Energiewende und darüber hinaus. Und das finde ich eigentlich von den Daten her fast das Spannendste, weil da sehen wir, dass es tatsächlich jetzt in 2021 eben einen doch sehr starken Anstieg, auch von relativ niedrigem Niveau, aber einen doch sehr deutlichen Anstieg in den Daten gibt. Und da haben wir 311 Projekte. Wie gesagt, generell niedriges Niveau, aber eben hier wirklich ja schon bis zu einer Vervierfachung des Anteils an den Gesamtprojekten. Also durchaus spannend. Ja, das ist ja, glaube ich, wirklich in aller Munde. Da hat man ja, oder wäre erstaunlich, wenn nicht Wasserstoff deutlich prominenter noch als Energieträger eingesetzt werden würde. Ja. Das wird wahrscheinlich also einen sehr großen Teil ausmachen. Da sollten wir auch vielleicht noch mal ein bisschen die Industrien
oder die Industrie vor allem als solche ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Da glaube ich, wird das ja ein ganz wichtiger Energieträger für werden. Genau, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn wir freuen uns natürlich immer sehr über Anregungen oder über auch ja, Vorschläge von Themen, auch wenn Sie zum Beispiel jetzt hier ein Thema sehen, das war jetzt ja alles doch noch relativ high level. Wenn Sie sagen, okay, das ist ein Thema, das interessiert uns ganz besonders, dann kann man da auch nochmal eine tiefere Analyse machen, vielleicht auch mal eine, ich sag mal, qualitativere Analyse und mal schauen, ja, wie sieht das Ganze aus, wenn man da ein bisschen ja, näher drauf schaut? Und genau, das war es auch schon. Super, das war in dem Fall eine Punktlandung. Regie winkt auch schon. Allerdings wäre es, glaube ich, schon ganz cool, wenn wir nochmal ganz kurz den Raum für Fragen öffnen, wenn es denn welche gibt. Wir haben gerade eine Frage schon reinbekommen, auch wenn ich befürchte, dass wir da nicht die Antwort parat haben werden. Und zwar, ob wir die Preisentwicklung des Pelletpreises im Verhältnis zu Förderungsanträgen mit berücksichtigt hätten. Vielen Dank auf jeden Fall für die Frage. Die Antwort darauf, ich weiß nicht, Alex, ob du die spontan hast, muss ich, glaube ich, aber an der Stelle schuldig bleiben. Das ist eher ein Thema, wo wir mal ein bisschen vertieft reingucken müssten. Das ist jetzt in dem Fall leider zu speziell. Genau, ist aber spannend. Ich notiere mir das mal eben. Also das war Pelletpreise, oder wir haben das ja auch sicherlich im Chat, oder? Pelletpreise im Verhältnis zu den Anträgen. Super, dann eine Frage von Herrn Krüger. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die richtig verstehe, Herr Krüger. Dürfte ich Sie eventuell sonst freischalten, dass Sie mit uns kurz drüber sprechen? Die Frage steht, welchen Einfluss prognostizieren wir aufgrund des aktuellen KfW-Antragsstopps? Alex, da bist du, glaube ich, besser drin. Ja, gut, ich meine, das ist jetzt natürlich eine große Frage. Kam ja sehr überraschend. Ich meine, ich denke mir halt, wird man jetzt komplett Projekte, ich sag mal, stoppen, weil es diese Förderung nicht mehr gibt? Ja, da tue ich mir ein bisschen schwer. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da zu Verzögerungen kommt, weil das natürlich noch in diesen ganzen, ich sag mal, Mix aus Unsicherheiten hinzukommt, gerade was was die Projektplanung angeht. Also ich habe es ja auch letztes Mal schon mal gesagt, ich kriege das auch direkt mit von ja, Projekte, die gestoppt werden, weil einfach unklar ist, ob die sich noch rechnen. Ich denke gerade auch im Wohnbereich. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es da Effekte gibt. Aber jetzt eine Prognose würde ich mir jetzt in dem Moment nicht wirklich zutrauen. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das wir auch im Blick behalten. Weißt du, was wir machen sollten? Wir merken uns das mal vor. Das können wir ja sehr einfach angucken, auch in unseren Daten, wenn wir sie da nach KfW-Projekten durchsuchen. Und werden das nochmal im Februar dann neu beleuchten. Dann sehen wir ja wirklich, also zumindest relativ kurzfristig, was für Entwicklungen wir da haben. Ich glaube, dass das ganz spannend wäre. Und sei es eben eine Folie am Ende oder am Anfang, dass wir da kurz darauf eingehen. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Genau. Super. Ich gucke gerade mal, ob es noch weitere Fragen gibt. Soweit keine. Ich schaue, ob im Chat irgendwas steht. Genau, hier haben wir noch was. Okay. Freut uns sehr, wenn Sie das interessant gefunden haben. Gucken gerade mal. Ansonsten, wie gesagt, stellen Sie nochmal Ihre Fragen. Wir sind hier noch kurz für Sie da. Wenn es in der Zwischenzeit irgendwas gibt, was Sie vielleicht an uns kommunizieren möchten, sei es ein Thema, eine Anregung oder generell etwas Wissenswertes, dann schreiben Sie uns eine E-Mail, schicken Sie uns eine Beantwortung über den Fragebogen zu. Beides sind völlig probate Mittel und wir freuen uns auf jeden Fall über jede Kritik, die Sie uns angedeihen lassen möchten. Ich denke, mit Ihrer Hilfe kriegen wir das hin, dass wir dieses Format noch besser weiterentwickeln und sehr genau auf Ihre Themen zuschneiden.
Ansonsten in dem Sinne, tausend Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren. Hoffen, Sie in dem nächsten Monat wieder begrüßen zu dürfen. Die entsprechenden Daten werden dann zu gegebener Zeit von unserem Marketing-Department versendet. Tausend Dank und einen schönen Nachmittag allerseits. Vielen Dank.